Moin! In dem heutigen Video werden wir uns mit der Zähigkeit beschäftigen. Zähigkeit ist dabei ein sehr besonderes Attribut in League of Legends, welches sehr, sehr beliebt bei Off-Tanks ist. Zum einen gibt es verschiedene Gegenstände, die Zähigkeit verleihen. Das bedeutet einerseits die Mercury Treads, sehr beliebt, sind die mit Abstand teuersten Schuhe, haben aber auch einen sehr, sehr guten Effekt. Dann gibt es noch diese drei weiteren Items, welche vergleichsweise selten verwendet werden, aber ebenfalls 35 Zähigkeitspunkte geben. Diese Zähigkeitspunkte müsst ihr euch vorstellen wie Prozentpunkte. Das heißt, 35 Zähigkeit entspricht 35% CC Reduction. Das bedeutet, sämtliches Crowd Control, welches auf euch gesprochen wird, wird reduziert. Und zwar die Dauer. Das ist ganz wichtig. Das bedeutet, wenn zum Beispiel jemand einen 50%igen Slow für 3 Sekunden auf euch knallt, dann wird quasi nicht die 50% reduziert. Das heißt, ihr seid ja nicht nur zu 30% geslowt, sondern ihr seid statt 3 Sekunden nur noch 2 Sekunden oder knapp 2 Sekunden von dieser Verlangsamung betroffen. Das bedeutet, immer die Dauer wird reduziert. Klar ist hierbei, dass natürlich die Mercury Treads sehr häufig geholt werden und dass die Gegenstände sich nicht gegenseitig addieren. Das bedeutet, die Zähigkeit ist einmalig passiv, bezogen auf die Gegenstände. Es gibt natürlich zum Beispiel die Masteries, den Moloch, welcher 10% CC Reduction verleiht. Und es gibt sehr viele Fähigkeiten, wie ihr hier sehen könnt, welche ebenfalls die CC reduzieren. Ganz bekannte Helden sind dabei Irelia und Mundo, aber auch Singed. Diese sind in der Lage, CC durch ihre Ulti oder durch andere Fähigkeiten an sich zu reduzieren. Das bedeutet, Irelia bekommt zum Beispiel 40% CC Reduction, wenn sich drei Helden um sie drumherum befinden. Mundo kann seine Burning Agony aktivieren und je nachdem, auf welcher Stufe er es hat, kann er bis zu 30% CC Reduction rausholen. Das Problem ist nun, dass diese Reduzierung nicht addiert wird. Das ist ganz wichtig, weil sonst würde man ziemlich schnell auf 100% kommen. Es wird nämlich multiplikativ gerechnet und zwar mit folgender Formel. Ihr nehmt, Klammer auf, 1 minus A, Klammer zu, mal, Klammer auf, 1 minus B, Klammer zu, mal, Klammer auf, 1 minus C und so weiter und so fort. Die Buchstaben, also A, B, C, bedeuten hierbei den Wert der Zähigkeit. Das heißt, wir rechnen folgendermaßen. Angenommen, wir sind Irelia und wir haben drei Gegner um uns, das heißt, sie haben 40% Reduzierung und tragen die Mercury Treads. Das heißt, wir rechnen, Klammer auf, wir nehmen erst den kleinen Wert, 1 minus 0,35, das sind die Schuhe, mal, Klammer auf, 1 minus 0,4, das wäre die Passive auf höchster Stufe. Klammer zu, das rechnen wir jetzt aus und wir erhalten einen Wert von 0,39. Was sagt uns das jetzt? Erstmal nichts, denn wir müssen zunächst 1 minus diese 0,39 rechnen und kommen damit auf 0,61. Und das ist der prozentuale Wert, um wie viel die CC reduziert wird. Das heißt, eine Irelia mit Mercury Treads und sich in einem Teamkampf befinden aus mindestens drei Gegnern, hat 61% CC-Reduzierung. Das heißt, es wird sämtliche Slows, sämtliche Verängstigung oder Stunts oder ein Festhalten und werden um 61% reduziert und zwar bezogen auf ihre Dauer. Deswegen ist ganz einfach Irelia so sehr teamkampfstark, weil ihr ganz einfach sämtliche CC am Arsch vorbeigeht. Das bedeutet, sie kann sich fast problemlos auf den gegnerischen AD-Carry stürzen und ihn fertig machen, weil sie ganz einfach nichts aufhält, beziehungsweise sehr wenig. Das bedeutet eine 3 Sekunden Verängstigung, beziehungsweise diese wird dann nun ungefähr nur noch 1,5 Sekunden lang sein, ist natürlich extrem stark. Und wir wollen jetzt mal schauen, und zwar in dem Spiel, wer denn den allerhöchsten Wert hat. Klar ist, laut den Zahlen hat Irelia bzw. jetzt kommt's, Trundle den höchsten Wert. Und zwar schaffen wir es beide auf 87,7% CC Reduction. Und zwar nicht nur durch ihre Passive, beziehungsweise Trundle schafft das durch diesen kontaminierten Boden, sondern auch durch Cleanse. Cleanse befreit ja zunächst uns von CC, aber gibt uns 3 bzw. 4 Sekunden lang mit den Masteries eine CC-Reduction von 65%. Diese wird, wie gesagt, multiplikativ verrechnet und man kommt auf 87,7. Mundo kommt ebenfalls sehr hoch mit seiner Burning Agony, zwar nicht ganz hoch, und zwar ungefähr bei 85%,
Aber er kann seine CC Reduction mittels seiner Burning Agony und mit Schuhen und mit den Masteries auf konstanten 59% halten, während er seine Burning Agony anhat, was quasi bezogen auf die Dauer bzw. auf verschiedene Situationen der höchste Wert ist. Beziehungsweise er kann es ganz einfach so lange aktivieren, wie er Leben hat. Was ziemlich praktisch ist. Gut, gehen wir also mal ins Spiel rein und schauen uns mal die Konsequenzen von bestimmten Zähigkeitswerten an. Bevor wir weitermachen, hier noch ein ganz kleiner Hinweis. Und zwar geht das Gerücht um, dass natürlich die CC-Reduction durch Mercury Threads oder ähnliches auch Knock-Ups oder Knockbacks beeinflusst. Und das ist nicht so. Denn es kursieren zurzeit zwei verschiedene Videos, die Links packe ich euch in die Beschreibung, wo man sehen kann, wie ein Volibear zweimal von Cho'Gath hochgeworfen wird. Einmal mit und einmal ohne Merkurs Schuhe. Und da kann man sehen, dass man, je nachdem welche Schuhe er getragen hat, er unterschiedlich hochgeworfen wurde. Ich bin mir da nicht sicher, ob das gefaked ist, aber ihr könnt euch ja eure eigene Meinung dazu bilden. Ich selbst habe hier für euch den Beweis. Einmal hat Trundle diese Schuhe an und einmal nicht. Und hier könnt ihr sehen, dass beide gleich hochgeworfen wurden. Selbst in Zeitlupe sieht man keinen Unterschied, außer eine kleine Verzögerung aufgrund der Framerate. Gut, aber wir wollen hier mal den Extremfall zeigen, und zwar die 87% CC Reduction. Dazu könnt ihr hier erstmal Trundle sehen, und zwar wie er von Nunu von einem Schneeball getroffen wird, wohlgemerkt mit Merkurs Schuhen. Und da kann man sehen, dass er doch schon seine 2 Sekunden lang geslowt ist. Und nun zeigen wir mal den Extremfall. Und hier könnt ihr sehen, dass Nunu Trundle kurz nachdem er Cleanse aktiviert hat und den Schneeball getroffen hat, wo man die Verlangsamung fast gar nicht mitbekommt. Tja, und so sieht es aus, wenn jemand fast 90% CC Reduction hat. Hierbei muss man sagen, dass er Olafs Ulti schon ziemlich nahe ist. So, das sah doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wie ihr sehen könntet, ist eine heftige CC Reduction natürlich ziemlich praktisch, weil ganz einfach der Eisball von Nunu Trundle überhaupt nicht mehr interessiert hat. Der Punkt ist aber, dass diese Kombination natürlich sehr, sehr gewagt ist und wahrscheinlich selten verwendet wird. Wichtig ist jedoch zu sagen, okay, wir haben natürlich die Mercury Threads, die sehr häufig verwendet werden, und das ist auch gut so. Und der Punkt ist, warum werden die anderen drei Gegenstände nicht verwendet? Das heißt zum Beispiel, dieser Gegenstand lässt sich aus den Philosopher Stone bauen. Das heißt, ihr könnt diesen Gegenstand selbst finanzieren. Vielleicht ist dieser sogar ziemlich gut für Supporter, wenn er sich zum Beispiel für Cooldown-Schuhe entschieden hat, aber trotzdem auf die CC-Reduction nicht verzichten will. Ich würde gerne eure Meinung zunächst dazu hören. Das heißt, ihr könnt mir unten in die Kommentare schreiben, warum diese Gegenstände so selten verwendet werden, beziehungsweise vielleicht gibt es ja einen Trend, oder eine Idee, mit welchem Bild man zum Beispiel diese Gegenstände einbauen könnte. Ihr seid gefragt, seid kreativ und ich wünsche euch einen entspannten Tag.